Hallo und herzlich willkommen bei Koch mit Wolle. Entschuldige. Ich habe gerade drüber nachgedacht, was ich nachher sage. Entschuldigung. Verzeihung. Ich bemühe mich jetzt. Ja, Oliver, reiß dich zusammen. Heute ist unsere letzte Sendung vor Weihnachten. Wir wollen uns doch auf der Zielgeraden weder vor den Zuschauern blamieren, noch vor dem Gast, der sich bereits hinten im Wintergarten versteckt. Hallo und herzlich willkommen bei Koch mit Oliver, Olivers Wohlfühlküche. Ja, es ist jetzt schon einige Jahre her, da ist uns jemand zugelaufen und ich liebe ihn, ich mag ihn und ich fühle mich besonders wohl, denn es heißt ja auch Olivers Wohlfühlküche. Wer sollte es anders sein als mein lieber Freund Walter? Mit dem lieben Freund Walter machen wir ja schon seit Jahren gemeinsame Sache, egal ob es bei uns im Studio oder im Tiroler Nauders, wo Walter ja seinen Stadelwirt betreibt. Wenn der Oliver und der Walter gemeinsam kochen, fliegen aber auch immer wieder die Fetzen. Manchmal auch schon vor dem Kochen. Du darfst nicht rausgehen, bevor man es dir sagt. Du hast gesagt, Walter muss immer kommen, bei Walter. Kann schon rauskommen. Ja. Letztes Mal hat er gesagt, immer bei Walter kommen. Ja. Gut. Walter, jetzt bist du wieder bei mir, sonst das letzte Mal war bei dir, gell? Ja, super. Schöne Grüße noch aus dem Haus, das möchte ich dir mitbringen. Ja, und freu mich. Ich habe mich sehr gefreut, dass ich jetzt wieder dabei sein darf, so eine Woche vor Weihnachten, oder? Mhm. Sehr besinnlich. 17. Dezember, wir sind richtig ganz knapp dran. Ja, ganz knapp, eine Woche, habe ich ja gesagt. Nicht? Ah ja, stimmt. Ja, ist eine Woche, ja. Und, aber mich irritiert das Hemd ein bisschen, deswegen kann ich nicht rechnen. Pass auf, wir machen heute Falafel und Hummus mit einer Tomaten-Gurkensalsa. Ja. Hast du eigentlich, bist du farbenblind? Nee, ich möchte nur fragen, warum du eigentlich Arabisch kochst. Warum Arabisch? Ja, ist ein arabisches Gericht. Nicht? Nein, die genaue Herkunft von Falafel und Hummus ist nicht einwandfrei geklärt. Tatsache ist, dass diese Kichererbsenspeisen zur Kochtradition des gesamten Nahen Ostens gehören und das Nationalgericht Israels sind. Man kann also getrost sagen, dass man Falafel in Bethlehem an jeder Straßenecke bekommt. Und damit hätten wir ja jetzt quasi auch eine Verbindung zu Weihnachten. Den Anfang machen konsequenterweise einmal Kichererbsen. Wir brauchen Knoblauch, Koriander, Chili, Kichererbsenmehl. Wir geben auch noch ein Ei dazu, das habe ich noch drinnen im Kühlschrank, damit es gut abbindet. Das muss eine Konsistenz haben, die... Und Petersilie auch. Ja, habe ich. Hast du vergessen, du hast Koriander gesagt. Nein, unsere Falafel kommen ganz ohne Koriander aus. Und die Petersilie hat Oliver tatsächlich vergessen zu erwähnen. Und dass ihm jetzt jeder fahle Feder gleich unter die Nase gerieben wird, scheint Oliver nun ein klein bisschen zu nerven. So. So, ich brauche ein Ei. Fangen Sie mal an, irgendwas arbeiten vielleicht? Ja, klar. Ich überlege mir die ganze Zeit, ob ich eine Sonnenbrille aufsetzen soll wegen dem Hemd. Ach, aber überhaupt, jetzt scheit's da. Was? Die dummen Kernen, gell? Ja, ja. Warum machst du das? Wir sollen das zuerst machen. Okay, machen wir zuerst das. Ja. Also was denn? Koriander und Chili. Jawohl. Und Chili mache ich, weil das ist zu scharf für dich. Koriander einfach reingeschnitten. Petersilie haben wir auch noch. Aber was, das, nimmst du das Buttermesser? Nein, du hast ja nichts hier, schau. Was ist das da drüben? Oh, da hat das. Okay. Hat er wieder versteckt, ja. Was hat versteckt? Na klar. Weiter! Ich fasse zusammen. Für unsere Falafel hat Oliver bis jetzt gekochte Kichererbsen in den Mixer gegeben. Und das war es eigentlich. Aber jetzt kommt Bewegung rein. Walter hackt den Koriander fein und Oliver schneidet zuerst eine Thai-Chili klein und greift sich dann die Petersilie, während sich Walter eine italienische Zwiebel schnappt. Hast du geübt, oder was? Wieso? Weil du so schnell schnappst. Nee, du hast gewetzt. Und? Wir sind jetzt zu spät dran heute, ja? Weil warum sind wir zu spät viel dran? Zeit gelassen hast zuerst. Ach so, ja. Wir können den ganzen Zwiebel rein, du musst meinst. Ja, klar. So, Knoblauch. Darf ich den Strunk wieder rausnehmen? So, den wollen wir nicht drin haben. So, Limettenschale. Und der Saft der Limetten kommt auch noch hinein. Du hast ja Bio-Lemon, gell? Was habe ich? Bio-Zitrone. Ja, das sind Limetten, ja. Chili, Knoblauch, Zwiebel, Limetten und Kräuter. Nach dieser Parade an intensiven, ätherischen Ölen ist es sicher, sich jetzt gründlich die Hände abzuspülen, damit jetzt gerade die scharfen oder sauren Aromen nicht zu sehr in die Haut einziehen können. Soweit das geschehen ist, ist der Falafeltag auch schon fast fertig. Das ist so gut wie fertig, es fehlen nur noch die Gewürze.
Also Salz, Pfeffer, ja, Kreuzkümmel. Und ein Geheimtipp für alles, was ein bisschen orientalisch angehaucht sein soll, ist immer... Ras el Hanout. Das ist so ein Gewürz, eine Gewürzmischung, ähnlich dem Curry, da nur eben aus nehmen, dem... Da. Warum? In den. Also, riech mal. Riecht super, oder? Kreuzkümmel ist auch drin. Ja, ja. Zimt ist auch drin, Zimt, oder? Ja. Ja, Zimt ist auch drin. Nelken sind da drin, ja, ganz wichtig. Ja. So, und jetzt, weißt du, wie die Maschine funktioniert? Ich glaube schon. Echt? Auf geht's, warte, das Deckel drauf. Wie viel? Und Vorsicht, in die Richtung. Wie möchtest. So, Walter, das haben wir hingekriegt. Super. So. Schärfe passt. So, jetzt tun wir das raus in der Schüssel, sei so lieb. Ja, warme Schüssel. Schüssel sind da unten drin. Und dann geben wir noch ein bisschen was von dem Kichererbsenmehl dazu. Wir werden aber in der Zwischenzeit schon mal das Fett ein bisschen heiß machen. So, Walter, ja, hast du das Fett hergekriegt? Haben wir schon eingerichtet, ja? Ja, aber das ist zu wenig, gell? Denn unsere Falafel müssen ja gleich schwimmen. Die Masse bindet Oliver noch mit etwas Kichererbsenmehl ab und der Walter befüllt das Rheindl ausreichend mit unbedingt hocherhitzbarem und geschmacksneutralem Fett. Hast du genug jetzt? Ja, es muss irgendwie, es muss schwimmend rausgebacken werden. Insofern ist es wichtig bei den Falafeln, dass anständig Fett drin ist. Ich habe daheim übrigens eine offene Küche, also es ist eine Wohnküche. Sie kennen das, da ist die Küche, da gibt es den Essbereich und daneben ist das Wohnzimmer. Und da darf es einfach nicht stinken. Ja? Und früher habe ich keine Schnitzel gemacht, mittlerweile funktioniert das ganz gut, weil wenn es nicht stinkt, kann man Schnitzel machen. Und das ist, wenn Sie regelmäßig zuschauen, wissen, mein absolutes Lieblingsgericht. Und du machst das Größte in Österreich, ne? Jawohl, das größte Schnitzel Österreichs. Ist es das Beste auch? Na klar. Ja, mangelnde Selbstsicherheit kann man dem Walter sicher nicht vorwerfen. Aber das verrät ja auch schon sein Hemd. So, jetzt sollte es aber schon in Richtung Falafelformen gehen. Pass auf, Walter. Jetzt ist es wichtig. Du musst dazwischen deine Hände feucht halten. Ja. Denn es ist eine relativ botzerte Masse. Genau. Aber das wollen wir. Ja. Dann ist nämlich wunderschön cremig drinnen. Ja. Jetzt brauchen wir kein Mehl mehr dazugeben. Nein, brauchen wir gar nichts. Jetzt haben wir ein bisschen Mehl dazugeben. Dann machen wir Beilchen. Ja. Schau mal. Aber das geht eben nur in Wahrheit beim ersten Mal. Weil die Hände sonst verpicken und die Bällchen dann beim Formen immer wieder aufreißen. Die Lösung dieses Problems könnte einfacher nicht sein. Hände anfeuchten. Genau wie beim Formen von Knödeln, Cevapcici oder Fleischlabern, sorgt ausreichend Wasser dafür, dass nichts anklebt. Zack, ein bisschen andrücken. Jawohl. Litscher. Also, du lässt jetzt allein, ich mach den Rest. Ja, okay. Wir machen jetzt Hummus. Hummus? Da sind wir wieder in der mediterranen Geschichte. Ist was, das mit Brot gegessen wird. Mit Bitterbrot, das haben wir heute nicht selbst gemacht, das würde den Rahmen sprengen, aber da haben wir ganz Großartiges. Besteht aus Kichererbsen und aus Tachin. Tachin ist eine Sesampaste. Die Paste kommt zu den Kichererbsen dazu, ebenso wie feinst geschnittener Knoblauch und fein gehackte Petersilie. So, ein bisschen Chili kommt auch rein. Und der Vorteil gegenüber dem Falafelteig ist jetzt, dass wir mit dem Stabmixer auch auskommen werden, denn wir werden das wird ja cremig quasi. Also ein bisschen mehr. Eins machen wir noch, gell? Haben wir noch eins? Ja. Sehr gut. Und du tust dann frittieren, gell? Jawohl. Und so wandert ein Falafelbällchenplätzchen nach dem anderen ins heiße Fett. Dass es die richtige Temperatur hat, sehen Sie sofort an den aufsteigenden Blubberbläschen. Könntest du Weihnachtsmusik einschalten? Das wäre schön jetzt beim Rauspacken. Was denn? Weihnachtsmusik. Sollen wir was singen? Stille Nacht und so. Achso, ja. Magst du was singen? Was? In C-Dur? D-Dur? Wie willst du es haben? Ah, ich sag das, Walter. Nein, nicht mehr. Ja. Ich kann schalten Text. Die Leute weg, was, wenn nein, du anfängst zum Singen, schalten Leute ich weg. Ich kann den Text auswendig, du ja. Nicht. Mhm. Ach so, echt? Kann ich schon. Ja? Also pass auf, ich sag dir, wann du singen kannst, ja? Von dem Moment an, okay? Ich sag dir den Einsatz. Gut? Aber du singst mit. Jetzt. Obwohl, der ist sicher die lautere Stimme, du wirst sogar drüber gehen, glaube ich. Machen wir. Stille Nacht, heilige Nacht. Ja.
Walter singt und backt heraus und tropft die goldbraunen Falafesen auf Küchenpapier ab. Und auf Olivers Seite wurde die Masse jetzt zu einer schönen dicken Creme gemixt. Jetzt müssen wir meins da mal kosten. Respektive mal wirklich ordentlich verrühren. Und es ist noch zu fest. Ja. Sie wissen, Hummus ist zwar schon aufstrichartig, aber das ist jetzt ein bisschen, da könnte man auch ausbauen. Die Geburtskirche Jesus Christi zum Beispiel, ein bisschen renovieren. Waren wir wieder bei Bethlehem, ne? Abgeschmeckt wird nur mehr mit etwas Salz und Pfeffer und einem kräftigen Schluck Olivenöl. Und Oliver scheint die Mischung schon mal zu gefallen. Und ein bisschen Säure fehlt noch. So, ansonsten finde ich es großartig übrigens. Ich weiß nicht. Ja, du weißt ja, dass du nicht fertig kost, wie es fertig war. Hauptsache Motschgern, Walter. Die fehlende Säure für den Hummus kommt jetzt wieder vom Limettensaft. Was? Ich lasse die Kerne immer draußen beim Reindrücken. Die Limetten haben übrigens keine Kerne, aber es macht nichts. Das Katzitrone, schaut nur ähnlich aus. War nicht Spaß. Kommst du jetzt nochmal? Was sagst du jetzt? Besser? Etwas. Ein bisschen mehr würzen könntest du noch. Na, aber schau mal, das ist gewürzt, das ist gewürzt und wir machen eine Salsa. Also wenn alles miteinander ist, dann zu viel, glaube ich. Okay, ja? Du bist der Chef, du hast mich gefragt, ich habe geantwortet. Die angesprochene Salsa bringt dann noch fruchtigen Knack ins Spiel und wird aus Paradeisern und Gurken bestehen. Die Salatgurke schneidet Oliver einfach nur auf und schabt aber das wässrige Kerngehäuse aus. Die erste Hälfte der Gurke wird jetzt einmal vom Puls 4 Küchenschiff automatisiert. Bitte? Ja, zweite kommt. Mach ich. Magst du jetzt, oder was? Ja. Aber bitte pass auf die Finger auf. Nee, du musst auf die Lautstärke hören jetzt. Nein, die Wahrheit ist, ich will nicht haben, dass der Rest der Arbeitsfläche so ausschaut wie dein Hemd. Okay. Auf geht's. Sobald nun auch die Tomaten gewürfelt sind, werden sie gemeinsam mit zerkleinerten Zwiebel und Knoblauch zu einer bunten Schicksalsgemeinschaft am Schneidebrett. Da gibt es noch Chili. So, ja, die tun wir da dazu. Tun wir auch einen Heimmix, gell? Wichtig ist aber, das Bitterbrot schmeckt so richtig gut, wenn Sie ein wenig darauf achten, dass es auch warm ist. Gut, jetzt, wenn man das nicht selber macht, ist es logischerweise nicht warm, man muss es erwärmen. Ein kleiner Tipp für jegliches Backgut, das Sie erwärmen wollen, wenn es schon ein bisschen angetrocknet ist. Kleiner Tipp von mir. Punkt 1, Sie erwärmen zuerst einmal das Rohr. So, also 230 Grad Heißluft. Und dann ist es wichtig, das Brot zu neuem Leben zu erwecken. Es einfach nur in den Ofen zu legen, würde es schnell austrocknen. Das Mittel dagegen ist überraschenderweise Wasser. Und geben Sie das über das schon eingetrocknete Backgut drauf. Warum? Weil dann aufgrund dessen ein bisschen ein Dampf in dem Ofen passiert mit der Heißluft und es wird wieder knusprig und wieder frisch. Der ebenso frische Salsa-Salat wird jetzt nur mehr durchgerührt und mit Salz und Pfeffer abgeschmeckt. Und sobald das Pita-Brot im Ofen 5 Minuten zum Aufknuspern hatte, kommt jetzt alles zusammen. Schau mal, den Hummus, den nehmen wir quasi aus unserem Sockel. Ja? Unter Sockel, ja. Ja? Da tun wir ein bisschen was draufpotzen. Warte mal. Ja. Und jetzt, herum. Ja, jetzt machen wir was. Genau, und da rein. Und zwar rein. Da mitten machen wir da quasi wie eine Badewanne. Genau. Das, ja? Warum? Weil wir da jetzt den Salat reingeben. Also quasi unseren Dip, unsere Salsa. Und jetzt haben wir da was Kräftiges, genau. Ne? Was Cremiges. In der Mitte haben wir was und dann können wir die Würziges und ein bisschen Säure belastet, aber knackiges. Und jetzt geben wir die Bällchen oben drauf, aber nur 3 Stück. Und getoppt wird das Kunstwerk noch mit ein paar Spritzern Olivenöl. Dafür können Sie ruhig auch das gute Zeug verwenden. Obendrauf folgt noch etwas Petersilie zwecks Deko. Frische Falafel auf knackigen Salat auf herzhaftem Hummus. Du schaust skeptisch, warum? Was schmeckt da nicht? Moment. Das fehlt was, oder? Ich kann so genau sagen, was fehlt. Moment. Also? Irgendetwas fehlt ja. Schon, gell? Das Brot. Habe ich mir doch gedacht. Schau mal, das holen wir jetzt gleich. Don't try this at home, weil das ist echt. Oh, das ist echt heiß. Aber ich muss sagen. Ansonsten, es oder? Wirklich.
Ganz ausgezeichnet. Schau mal, und das Brot bringt aber einiges, denn jetzt ist es super heiß und knusprig. Pass auf, es ist sehr warm, gell? Ja, ich weiß, ich hab's ja gerade aus. Das ist ja cool. Schau mal. Das ist super knusprig und weich. Du bist der Koch, du darfst ein bisschen. Schaut mal, wie das dampft, oder? Also, es ist nicht, dass ich sage, es ist heiß und es ist nicht heiß, es ist richtig heiß. Ja, der Trick mit dem Wasser hat Wunder bewirkt. Und so baut sich der Oliver aus unseren unterschiedlichen Komponenten ein kleines köstliches Sandwich. Knuspriges Brot, innen weich, der volle Geschmack. Um zu sagen, denn wir haben 17. Dezember, der volle Geschmack Bethlehems. Super. Machen wir noch, oder? Es geht super einfach. Machen wir. Das kriegen Sie überall. Viel Spaß beim Nachkochen. Es wäre was Besonderes unterm Weihnachtsbaum, muss man sagen. Süßer, die welche nie schmecken. Ja, wobei ich mir die Falafel nicht unbedingt als Kugeln auf dem Baum hängen würde. Vielleicht aber das, was als nächstes kommt. Surf and Turf. Steak mit Tempura-Garnelen. Unser Weihnachtsgeschenk für Sie gleich in Olivers Wohlfühlküche. Hallo und herzlich willkommen bei Koch mit Oliver. Olivers Wohlfühlküche. Wohlfühl tue ich mich, weil du neben mir stehst. Ich fühl mich genauso wohl wie du. Aber Obwohl du nicht in Tirol bist. Nein, ich bin nicht in Tirol, ich bin bei dir in Wien. Ja, in deiner. Aber kann man sich als Tiroler schon wohlfühlen, wenn man nicht in Tirol ist? Wenn ich dich sehe schon. Total wohl, okay? Ist das noch Weihnachtsfrieden oder ist das schon Bromance zwischen Oliver und seinem Gast Walter Lutz? Auf alle Fälle zaubern die beiden jetzt Weihnachten für sie auf den Teller. Und zwar mit der verführerischen Kombination aus köstlichen Riesengarnelen und edelsten Rinderfilet. Wie sagt der Kalifornier zu? Steak. Ja, Surf and Turf. Das heißt nämlich Krustentier plus Rinderfilet nennt der Kalifornier Surf and Turf. Und dazu ja, geben wir auch noch Erdäpfelnudeln, so Wutzi-Nudeln. Ja, ja. Wie sagt sie in Tirol zu den Wutzi-Nudeln? Ja. Erdäpfelnudeln. Ja, das ist kreativ. Und nachdem wir immer mit dem beginnen, was am längsten dauert, starten wir auch jetzt mit den Wutzi-Nudeln aus Kartoffel-Erdäpfelteig. Und dafür soll der Walter die Knollen schälen. Pass auf, da ist er. Aber du weißt, der ist scharf, gell? Ja, ja. Bitte aufpassen. Schälen, dann... Möchtest du alle drei? Ja. Okay. Darum habe ich alle drei auch hingelegt. Okay. Und damit du da ein bisschen Ruhe gibst. Ich habe das Wasser da schon aufgestellt. Ja. Ja, und ich werde es jetzt kochen, salzen. Ja. Ja, das Wasser. Etwas salzen, ja klar, logisch. Mit dem Kartoffelschälen ist der Walter durch, bevor der Puls-4-Küchenchef die Riesengarnelen von ihren Schalen befreien konnte. Also ist der Oliver seinem Tiroler Gast gerade schutzlos ausgeliefert. Ich werde immer angesprochen, auch von Hausfrauen, wie ich die Steak mache und so. Ja, ja gut. Wie kann ich ein Steak? Einfach gut. Na, wie kann ich ein Steak vorbereiten? Das hast du zum Beispiel zuerst nicht erklärt. Und das mache ich jetzt, weil es sehr wichtig ist. Man kann Steak ganz verschiedenartig vorbereiten. Mhm, ja. Man kann sie nicht mal würzen zum Beispiel, nur in Öl legen. Oder man kann in Öl eine Art Marinade machen, ja, mit Zwiebel, Knoblauch, Worcester, Salz und Pfeffer. Was ist das auch nicht so? Ja. Hast du Wurst oder Worcester? Worcester. Ah ja. Ja. Verstehst du? Und dann, weiter, ich höre dazu. Und dann kann man das zum Beispiel eine Nacht lang kann man das drinnen lassen und den nächsten Tag rausnehmen. Ja. Und dann nicht so viel Hitze in der Pfanne braten, das schmeckt fantastisch. Und jetzt gehen wir zu den Garnelen über. Gell? Ja. Ist das jetzt eine Radiosendung, oder werden wir nur reden? Nee, es ist ja eine Woche vor Weihnachten und dann haben wir ausgemacht, da geben wir noch viel mehr Tipps, viel mehr Informationen. Ja, klar. Und noch Tipps, aber noch die Weihnachtsgeschichte das Beste erzählen. Zu geben, okay? Ja, natürlich, gut. Wir geben immer das Beste. Ja, aber wir waren jetzt bei den Garnelen, sind wir stehen geblieben. Wir waren stehen geblieben, dass du die Ehre für den Schönsten okay. Ruhe gibst. Okay, dann lasse ich dich auch mal was sagen, okay? Fang an, komm, ich will hören, ich höre. Lieber Herr Gesangsverein. Ja. So, wichtig ist, dass das Wasser kocht. Geben Sie ein bisschen Salz rein. Ganz wichtig ist, dass der Salzgehalt im Wasser anständig ist. Ansonsten verlieren die Kartoffeln, respektive Erdäpfeln, etwas an Geschmack. Was tust du da jetzt auch was? Oder ich habe mir jetzt ein kleines bisschen geschnitten. Schittokacker. Sowas sagt man nicht. Auf alle Fälle ist es dem Walter jetzt hoch anzurechnen, dass er seine Schmerzen erträgt wie ein Mann. Now der Rana kennen Kreinschmerz, lautet ja die Originalversion eines bekannten Sprichworts. Mal schauen, ob wir den Unfallhergang rekonstruieren können. Hier setzt er an und hier
Aua! Oliver kümmert sich um die Erstversorgung, bis die Rettungskräfte eintreffen. Darf ich kurz darüber gehen? Ich habe da drüben ein Pflaster. Ist das schlecht, oder was? Nee, ich habe ein Pflaster drüben. Dann bist du ganz blass. Nein, ich bin nicht blass. Das kommt davon, weil du von mir herumtanzt, verstehst du? Wenn ich versuche, etwas wirklich in ruhigster Form zu erklären, dann springst du jetzt herum. Bin ich schuld, wie ein Affe springst du herum. Das ist schlimmer als in einer Beziehung. Und du und ich. Nein, weil sie mir Vorwurf machen, weil du nicht schön kannst. Nein, das war jetzt reicht's mal langsam. Nein, das war eine logische Feststellung, lieber Freund Olli. So, warte schon mal, da ist das eine Täter, der ist beauftragt. Ja. Leg dich hin, wir nehmen die Feuerdecke, alles gut. Ich brauche nur ein Pflaster. Pflaster, oder? Sollen wir es ein bisschen desinfizieren. Kameramann und Bildmeister Florian rettet Walter mit Desinfektionsspray und einem Darth Vader-Pflaster vermutlich gerade das Leben. So, bist du beauftragt? Kannst du das? Wiederbeleben aufbringen? Schmusen nur mit dir. Doch so lustig ist es gar nicht. Walter verschwindet kurz, um sich seine Wunde noch einmal ohne Kameras zu betrachten. Sanitäter Florian hat sein Menschen Möglichstes gegeben. Warte mal, unter uns Profis, du hast die Ausbildung gemacht, oder? Für den Sender? Ja, wir haben... Ja, hast du, oder? Wird das überleben? Ich gehe davon aus. Okay. Gut. Aber er muss ein, zwei Tage im Wagenstand bleiben. Gott sei Dank. Wir haben echt kurz dran gemacht. Ich glaube, ich schaue selber weiter. Wobei das jetzt nicht mehr viel Arbeit ist und jetzt, wo der Walter stabilisiert ist, versorgt er dann unseren Florian mit weiteren Pflastern. Nur für den Fall, dass sich auch mal jemand anders schneidet. Das kannst du auch behalten für den Action. Für ihn kannst du die drei behalten, weil er schneidet sich heute auch noch, schätze ich. Na sicher, ja. Nein. So wie er herumspringt, nicht erinnern. So. Schau, dieses halt hundertprozentig. Das sind die besten Pflaster. Das ist lang, aber ist egal, ob auch wenn du über 3000 Meter oben bist, dieses Pflaster halt. Ich da empfinden. Das halt. Das ist ein richtiges Tiroler Pflaster. Teufel, eine du. Immer zuerst diese. So, ja. Ich schilde auch weiter. Übrigens, wir sollten eine Kochsendung machen und keine Sanitätersendung. Aber eventuell könnte das durchaus ein Sendungsformat sein. Die sind die Special, glauben wir. Hilf dem Walter. Ja, das kommt in die Schublade. Ganz bestimmt. Auf alle Fälle gibt Oliver dem Walter jetzt wieder etwas zu tun. Aber ganz vorsichtig. Danke. Ja. Was soll ich da tun jetzt? Das sollst du klein schneiden. Also ich zeig dir eins vor. Ja. Vorsicht. Wie du es willst. Genau. Ja, okay. So. Vorsicht. Was willst du mir jetzt da zeigen? Na, dass du nicht einschneidest. Ich zeig's nochmal genau. Nein, das weiß ich ja wie. Also wirklich? Das hätte ich vorher bemerkt. Jetzt hast du das natürlich lustig. Ja, klar. So, das Wasser würde kochen und das Salz ist auch. Alle drei? Ja. Du sollst mir nicht zuschauen, sonst schneide ich mich nochmal. Ich bin jetzt sehr ruhig. Heute brauchen wir immer ein bisschen, um in die Gänge zu kommen. Bis jetzt haben wir original Salzwasser zum Kochen gebracht und drei Kartoffeln geschält und klein geschnitten. So, bitteschön. Hab's geschnitten. Gut gemacht. So, pass auf, das, was nicht so gut ausschaut, tun wir weg. Ja. Ja, und den Rest tun wir da rein. Aber okay. Das mache ich, weil Brandblasen ertrage ich heute nicht mehr in der Sendung. Ich verstehe. Die Kartoffelwürfel wandern jetzt also als nächstes ins Wasser. Du, dabei Zitronen rein, gell? Was, wohin? In die Garnelen, Zitronen rein. In die Garnelen gibst du den Saft, den Saft. Nein, ich hätte gern, dass du bitte eine große Schüssel nimmst und das Eiweiß dort reingibst, ja? Okay. Das sind nämlich so Safe-Geschichten. Ja. Yes. Lass es uns meine Kinder machen. Wir sind 5 und 8. Nun also endlich gehen die Kartoffeln baden und Walter schlägt das Weiß von 2 Eiern in eine Schüssel. Das wird gleich die Basis für den Mantel unserer Garnelen. Tempura-Teig. Der Tempura-Teig ist quasi wie ein Backteig, ganz nur asiatisch. Einfach, ja. Asiatisch und der hat ganz wenig Zutaten. Eiweiß. Ich möchte dich fragen, wo kommt das Wort für die Zuseher und Zuseherinnen? Tempura? Tempura her. Das wollte ich wissen. Das ist japanisch. Das ist japanisch, habe ich nicht gewusst. Mhm. Ja. Tempura. Wichtig ist, Eiweiß, kaltes Sodawasser. Wichtig ist, dass es kalt ist. Ja. Mehl. Backpulver. Ja. Backpulver ist ganz wichtig, denn... Warum geht es beim Tempura-Teig? Da geht es darum, dass der Teig, wenn er ins heiße Fett kommt, zerreißt. Ja? Normalerweise sagt man, man will so eine Schicht außen drum haben, die quasi das Backgut einbockt. Ja? Darum auch Backteig.
Da will man aber haben, dass der Teig zerreißt, so dünn wie möglich ist und aufgrund dessen dann so knusprig wie möglich ist. So, warte mal. Hast du ein Besen, ja? Ja. So. Geht's dir gut? Ja. Kreislauftechnisch? Super. Der Teig braucht nur ein wenig Salz und Sie sollten unbedingt darauf achten, dass der Teig auch schön dick wird. Gut, den lassen wir kurz rasten. Ja. Aber was habe ich gesagt, was wichtig ist? Ein Kühlschrank. Wow. Ja. Da muss kalt rasten. Ja. Ich kenne das Rezept, aber ich habe das nicht so oft gemacht noch. Ja, macht ja nichts. Aber du hast es gemerkt, das finde ich schon mal super. Ja? Da war schon kaltes Wasser reingetan, also es muss kalt kühl gestellt werden. Ja. Genau, das machen wir jetzt. Das ist richtig so. Ja? Perfekt, ab in den Kühlschrank. Ja. Danke, lieber Walter. So. Aufpassen, ein bisschen ruhiger reden, langsam. Und während der Teig jetzt immer kühler wird, wurden unsere beiden Rinderfiletsteaks immer wärmer. Raumtemperatur ist ja ein Muss für butterweiche Steaks. Die Bio-Tiger-Garnelen hälftet Walter in der Zwischenzeit der Länge nach und beträufelt sie mit Zitronensaft. Und auch das Fleisch bekommt jetzt sein Fett in Form von Salz und Pfeffer ab. Aber gibst du es jetzt schon in den Teig dann rein, oder? Wie? Ja, aber ich muss jetzt die Zitronen drauf. Ja, alles gut. Normal sollte man ein paar Minuten... Ich will nicht wieder stoßen und tust da wieder weh. Normal, ein paar Minuten sollten sie in der Zitrone drin sein, gell? Warum? Wegen dem Geschmack. Wegen dem Geschmack. So, ich tue es jetzt in den Teig rein, ja? Ohne zu salzen. Der Teig ist ja schon gesalzen. Die gesäuerten Garnelenhälften werden jetzt in dicken Teig untergetaucht und verrührt. Und während die Filetsteaks bereits mit der Grillpfanne Bekanntschaft machen, glaubt Walter dem Tempura-Teig den letzten Schliff zu verpassen. Ja, ich tue jetzt ein bisschen Zitronensaft noch dazu. Nein! Wieso nicht? Weil die Konsistenz super war vom Teig. Ja, aber jetzt ist die Konsistenz super, super. Okay? Gut. Ja. Mach ein bisschen. Alles gut. Ich komme dann irgendwann wieder. Ja, okay. Ich tue es reinstellen. Bitte kommen. So. Ja, also wichtig ist, dass Sie beim Rinderfilet, um jetzt wieder zurück zu sein, scharf anbraten. Bei so einem Fleisch, das richtig teuer ist und das ist richtiges Rinderfilet, also nicht nur eine Hüfte, sondern echte das Prime-Stück, wie die Amerikaner sagen, vom Rind, dass Sie es gut behandeln. Das heißt, wir werden es auf jeder Seite so ungefähr 1,5-2 Minuten braten, aber dann wenden. Entschuldige. Der dritte. Ja. Umdrehen. Scharf anbraten und dann kommt es ins Rohr. Sie sehen, ich habe bei 80 Grad Heißluft das Rohr aufgedreht, ein Gitter drunter, Alufolie und ein Backblech und da lassen wir das Fleisch ziehen. Warum? Dass das Fleisch die Temperatur, das außen hat, auch innen bekommt. Wobei wir natürlich haben wollen, dass das Filet dann innen wunderbar rosa ist. Also bekommt das Filet auch auf der anderen Seite seine 1-2 Minuten Hitze und darf dann ohne die zu heiße Pfanne ins Backrohr bei den 80 Grad Niedertemperatur. Jetzt ist übrigens die Zeit gekommen, in der Walter sein traditionelles Mitbringsel anbringen kann. Der Oliver hat keine Ahnung, was jetzt kommt. Oliver, sag jetzt bitte laut, Walter, ich hab da was gehört. Nein, okay, bitte. Jetzt geht's mir aber nicht auf die Nerven mit irgendeinem Blödsinn, oder? So. Okay, ich mach nochmal zu. Walter? Hier bei der Arbeit. Ich glaube, ich habe da was gehört. Da muss ich mal schauen gehen. Dann muss ich mal schauen gehen. Das ist nicht euer Ernst. Echt nicht. Nee, ich hab mir. Schau, lieber Oliver, ich hab mir gedacht, weil jetzt. Ich bin grad. Weil in einer Woche Weihnachten ist. Ja. Ja, und weil wir uns auch sehr mögen, oder? Ja, total. Und weil wir immer sehr nett sind in der Sendung zueinander. Genau, stimmt. Habe ich mir gedacht, ich bringe dein Weihnachtsgeschenk mit dir. Ja, und. Es ist, aber ist was Besonderes, dieses Weihnachtsgeschenk. Ja. Und es ist immer geringer drauf als das hier. Darf ich dir überreichen? Ja. Ist das schön? Das hat mein Freund. Der ist Künstler und war Krankenkassenchef, der Müllauer Gerhard, das ist ein enger Freund, der hat das gemalt, extra für uns, 2 Tage lang war er dran. Ja, und ich muss echt sagen, dass Oliver, Walter und offenbar Gollum wirklich gut getroffen sind. Alles Gute. Ja, schau mal, ich habe schon einen Platz gefunden. So. Nein, also ich finde es echt super, vielen Dank, finde ich echt super. Ja, das hängen wir auf. So, aber wir machen weiter, wir müssen arbeiten. Da. Okay. Und geht schon. Walter schneidet schon mal das Beilagengemüse zusammen und brät es in den Rückständen der Steakpfanne an.
Und der Oliver drückt inzwischen die gekochten Kartoffelwürfel durch eine dafür vorgesehene Presse. Schau mal, ist das so viel Kraft, oder? Das habe ich gar nicht gewusst. Ey. Ja. Ich hab nicht das Krafthemd an wie du, das rote. Ja, ja. Immer zu Weihnachten. Letztes Jahr war ich auch rot zum Schluss. Ja, vor Wut, oder was? Nee, Weihnachtsmann, weiß ich nicht mehr. Ja, ich kann mich gut erinnern. Ja, das war lustig. Und jetzt müssen wir zweimal frittieren, gell? Ja, zweimal. Weil wir wollen es besonders knusprig haben. Wir wollen einerseits die Garnelen knusprig haben. Reicht das so? Ja, Sojasauce ist schon drin, oder? Ja, habe ich schon abgelöscht. Womit? Soja. Wo hast du die hergehabt? Ja. Das ist Olivenöl. Ja, Olivenöl. Das erkennt man sofort, die Sojasauce ist es dunkler. Sorry. Mit Olivenöl abzulöschen, wäre quasi Öl aufs Feuer zu gießen. Aber wollen wir mal nicht so sein. Oliver bindet seinen Kartoffelteig noch mit einem ganzen Ei ab und gibt dem Walter auch schon wieder was zu tun. Ich gebe da noch eine Aufgabe. Ja, bitte. Schauen wir mal. Aber nur welcher, wo ich mein Hemd, mein rotes nicht schmutzig mache. Sicher. Na, du nimmst die Garnelen bitte, mein Lieber, raus. Bevor die Tempura-Garnelen jetzt aber gleich in das Reindl baden gehen, testet Oliver aber noch, ob die Temperatur eh passt. Ganz einfach Probe. Super fett. Schau mal. Das kann man jetzt schon wieder verwenden. Stinkt nicht. Haben wir schon vorher gehabt, ja? Wie neu. Ja, gut. Einfach super, das Fett. Was der Walter hier meint, ist, dass es sich auszahlt, wenn man mit hocherhitzbarem und vor allem geschmacksneutralem Fett arbeitet. Dann können Sie nämlich problemlos das idente Fett mehrmals verwenden, ohne dass dann Speise 2 nach Speise 1 schmeckt. Wie immer gilt auch hier, dass Sie das Frittiergut immer von sich weg in das jeweilige Gefäß geben müssen. Dann gibt es keine Spritzer in Ihre Richtung. Spritzer. Damit aus den Tempura-Garnelen nicht ein gigantisches Gesamtkunstwerk wird, hält Walter die Tiere laufend in Bewegung. Auf beiden Seiten ungefähr dieselbe Farbe, lieber Walter? Ja, ist klar. Echt? Ich habe sie unterschiedlich reingetan, weil ich nicht alle auf einmal reingeschmissen habe. So wie du, weißt du? Ich habe sie einzeln mit Gefühl reingetan. Ne? Ja, und, ungefähr mit demselben Gefühl, wie du vorher geschält hast. Mhm. So sehen übrigens echte Tempura-Garnelen aus, allesamt unterschiedliche Gebilde. Wenn diese Tierchen bei ihrem Asiaten ums Eck alle gleich aussehen, dann sendet offenbar deren Tiefkühler liebe Grüße. Wir sind dann fertig bei dir. Das müsste passen, so, ja, oder? Raus. Okay. Sie sehen, ich wurzel da in der Zwischenzeit mit dem Kartoffelteig diese Wutzi-Nudeln. Und die schmeißen wir jetzt als nächstes rein, gell? Genau. Dieses Fett kann man öfters verwenden. Das kann man super verwenden, ja. Übrigens, die Flankerl, die da überbleiben beim Tempura, das ist in Japan so, dass diese Flankerl quasi die Backerbsen in der Miso-Suppe sind. Ja? Die werden aufkommen und werden dann bei der Miso-Suppe dazugeschmissen. Oh. Ja, da wird nichts weggeschmissen. Das habe ich nicht gewusst. Die Wuzi-Kartoffelnudeln vollenden jetzt unseren Staffellauf im heißen Fett. So, haben wir das schon gekostet eigentlich, da? Nein. Schmeckt gut. Ja, nimmst du einen Löffel? Sehr gut. Bist du wann? Schmeckt richtig gut. Super gemacht. Und das trotz Wunder. Ja, das Ablöschen mit Öl hat noch einiges an Röstaromen aus dem Gemüse gekitzelt. Beim Anrichten startet Oliver mit dem Gemüsebett, gefolgt von einem Rinderfilet und einer großen Knuspergarnele. Die Tempura-Reste mutieren jetzt zur Deko und auch die Kartoffelnudeln sind soweit. Ja, und jetzt schau mal. Also das richtig coole, den Erdäpfelteig, den haben wir gut gemacht, ja? Schau mal. Mit deinen, mit Herzblut, im wahrsten Sinne des Wortes, obwohl es vom Finger war. Oder? Gut, ganz gut. Die Wuzi-Nudeln schwenkt Oliver nun in Chili-Salz und unser Gericht ist fertig. Rosa Rinderfilet-Steak mit Tempura-Tiger-Garnele, Erdäpfelnudeln und knackigem Gemüsebett. Ja, besser kann Weihnachten doch gar nicht schmecken, oder? Ganz fantastisch. Das ist der Grund, warum ich liebe, wenn du da bist. Es war großartig wie immer, auch wenn wir uns zwischendurch nicht so gut verstehen. Das ist mir nicht aufgefallen. Die Rettung habe ich schon angerufen mit einem Finger. Ja. Aber das ist ja nicht so schlimm, oder? Bis zur nächsten Sendung ist es wieder gut, okay? Ja. Sie kennen, das ist der 17. Dezember. Sie müssen das ein oder andere einpacken. Frohe Weihnachten, gutes Fest. Schauen Sie, dass das Wohnzimmer nicht brennt. Viel Spaß und viel Spaß beim Nachgucken. Ciao, Kinder.